Hey, Jalopi, schau mal da vorne. Dieses heiße Wildpferd, na, wie würde dir gefallen? Schau mal, die trägt nicht mal einen Sattel. Das ist aber ein Ferkel. ganz ruhig. Hey, Jalopi, bleib easy, alles klar, okay, ich stell euch vor. Hallo? Hallo? Pimpsilla? Das ist, Jalopi. Okay. Oh, hey, die geht aber gleich beim ersten Date ganz schön ran. Also, Bargeld habe ich nicht viel dabei, ne? Wollte ich nur mal sagen. Da gibt's nichts zu holen. Okay, Freunde, bevor Kreis jetzt hier anfängt, erstmal herzlich willkommen zurück zu Pferdesex am Morgen. Alter, John Wood. Die haben eine ganze Stadt nach mir benannt, oder was? John Wood ist ja mega cool. Oh, drüber gesprungen. Eine Autobahn. Alter, ich bin mit dem Pferd auf der Autobahn. Okay, Moment. Wow, wow, wow. Wir müssen nur ein Stück da hoch. What? Das ist doch Lil Jon, oder? Alter, ich reite hier voll auf der Bahn. Ach, Freunde, ich weiß auch nicht, was los ist. Ich habe gerade schon einen kurzen Clip aufgenommen. Wollte dann aber an so einem Pferderennen teilnehmen, das ganze Spiel abgekackt und ich hatte invertierte Steuerung und viele Dinge sind passiert. Ja, und dann habe ich mir gedacht, hey, ich fange hier einfach nochmal neu an und sage euch Hallo und mach kurz so, wie man Pferde kennenlernt. Also wenn ihr ein Pferd habt, ne, Pferde sind da wesentlich instinktiver als Menschen. Ja, so ein Pferd, das sagt einfach, ne, hier, hallo, was geht ab? Schau mal, ich habe einen ganz schönen Eselschniedel und dann, ja, dann läuft das. Pferde halt. Ey, wie komme ich denn jetzt hier? Laufe ich richtig? Okay, ich bin noch auf dem Weg. Oh yeah. Wundert mich, dass die Autos... Also ich dachte jetzt normalerweise, okay, wir sind auf der Bahn, wir werden das Pferd verlieren, durch die Gegend fliegen, sterben. Viele Dinge werden geschehen. Blub. Oh, wo kommt dieses Fahrzeug her? Sieht aber nice aus, Alter. Richtig geil. Aber tut mir leid, ich habe Jalopi. Und wenn man einmal auf so einem Jalopi sitzt, dann will man nicht mehr runter. Okay, hier ist ein Fahrrad für den Rückweg wahrscheinlich. So, cool, hier muss ich kurz dismounten. Oh, ganz ruhig. So, wir müssen, glaube ich, erst stehen bleiben, weil sonst ist das Absteigen immer ein schwieriger, ziemlich verbuggter Akt. Press... Was? Oh, shit, Alter. Moment. Ich drücke doch. Ach, Mann, ey. Okay, warte. Cut wood. Okay. Ich drücke. Ich klicke. Warum geht's nicht? Wo muss ich hinklicken? Wollen wir das nicht... Okay, Moment. Ich bin hier. Ich bin drin. Mein Mauszeiger ist im Bild. Okay, ich kann nicht mehr drücken. Man kann wahrscheinlich nur einmal Holz hacken und es ist eigentlich so einfach, dass sie sagen, nein. Jetzt wirst du nie wieder Holz hacken, du Schwein. So ein Kack. So, nachdem ich jetzt hier gerade den Voodoo-Priester meines Vertrauens aufgesucht habe, sollte es wieder funktionieren. Ja. Alter, ich bin ja der Woodchopper überhaupt. Okay, alles mitnehmen. So, leider ist Jalopi wegteleportiert worden. Jetzt müssen wir hier den Marathonläufer machen. Aber wir sind ja jetzt dann gleich hier im verlassenen Bezirk. Seit Jahren soll hier keiner mehr gewesen sein. Ja, und ich werde jetzt hier rumschleichen. Ich werde so ein paar Sachen fressen. Ich wüsste nicht, was mir großartig passieren soll. Ja, genau, get out of. Was schlaft ihr hier rum, hä? Ihr Penner. Das dürfen die gar nicht. Ist das eine Puppe, ein Typ? Was hat er da, einen Schläger? Na, du willst also ein kleines Baseball-Duell, mein Freund? Ja, du willst ein Baseball-Duell? Knöppel! Oh, boah! Alter, aber... Cool, Alter. Aber das war doch kein Knast hier, oder? Warum ist denn das so umzäunt? Das war doch kein Gefängnis, oder? Das war doch... War das nicht eine Forschungseinrichtung? Irgendwo hier in diesem Haus muss irgendwas drin sein. Und da hinten leuchtet mich irgendwas Grünes an. Was ist denn grün?
Das hat auch so durch die Wand geleuchtet. Key. Da liegt ein Schlüssel. Hallo? Ich kann den Key aber nicht einsammeln. Sammel den Key. Ist er vor der Tür stehen? Hat er... Okay, ich weiß nicht, warum das nicht geht, aber hey. Kann man ja trotzdem mal machen. Ich sollte mal langsam wieder ein Gehirn essen. Hey, du da, aufstehen! Und wieder hinlegen. Habe ich aufstehen gesagt? So. Ja, die Points waren jetzt nicht so wichtig. Gehen wir mal hier rein, was ist das? Wahrscheinlich irgendwie eine alte Männersauna. Super dunkel, alte Turnhalle. Sah von außen auch wirklich schon so aus wie eine Turnhalle, aber es ist halt einfach super dark. Hier ist die Mission, Alter, irgendwie, ne? Da? Hier? Hallo? Aber hier ist doch irgendwas, oder nicht? Keine Ahnung. Da ist ein Typ, der kann Leitern steigen, das ist mir nicht so... wichtig. Muss ich vielleicht nach oben drauf? Es ist nicht so einfach zu steuern. Okay, wir gehen da nochmal rum. Ich habe gerade aus dem Fenster so eine Feuerleiter gesehen. Ich muss das Rezept finden. Komme ich noch aufs Dach? Ich würde gerne aufs Dach gehen. Oder habe ich nicht gerade beim Blick nach draußen so eine Feuerleiter gesehen? Das gibt's doch nicht. Ich laufe einmal um das Gebäude rum. Wir brauchen doch nur dieses Rezept. Aber irgendwie gibt's für mich noch so keine sehr großen Gefahren, ne? So. Selbst wenn mich jetzt einer irgendwie ein bisschen annatzt. Oh, der kann angeln. Hey, Angelbruder. Du musst mir kurz helfen. Du musst mir leih mir dein Wissen. Ja, genau. Wieso hat er so nach oben gezeigt? So nach dem Motto, hey, Zombie da oben. Eight Points. Ey, Angler gibt's hier nicht so viele, ne? Da, ey, ich muss einmal... Wahrscheinlich, da bin ich rausgekommen. Ich bin einmal komplett rumgelatscht, alter Kreis. Manchmal, ne? Da ist das Leben echt schon merkwürdig. So. Hier ist auch nichts. Wo ist das Rezept? Da drin. Da laufen nur so ein paar Leute rum. Ist vielleicht da drin? Ich verstehe das nicht. Wir müssen das Gebäude durchsuchen. Guten Tag. Achso, den habe ich schon gegessen. Zweimal essen wäre unfair. Ich esse nur einmal an Leuten rum. So. Als wäre es hier irgendwo. Es würde wahrscheinlich über mir sein. So, wo geht's denn hier im Gebäude nach oben? Das wäre vielleicht mal ein schönes, wissenswertes, ja, Informationchen. Lauf, lauf! Oh, was ist das denn? Was ist denn das für ein Schrank? Safe Game? Okay. Okay, wenn es auch so geht. Was hat er da in dem Schrank gemacht? Nicht masturbiert. Okay, Freunde, wo sind wir? Wo sind wir jetzt? Muss ich jetzt wieder zurücklaufen? Was kannst du? Was kannst du? Reiten, okay. Glück gehabt. Was kannst du? Ich bin Sancho. Ja, aber was genau kannst du? Ich bin Sancho. So, ist das Rezept wohl hier im Klo? Nein, da ist es nicht. Ah. Okay, jetzt ergibt vieles wieder einen Sinn.
Alter, was ist da los? Ich hab's gefunden. Überall Schriftzeichen. Ist ja wie bei Transformers. Okay, ich kann nichts verstehen, was da steht. Sieht aus, als wäre alles irgendwie kodiert. Oh nein, ich muss den Professor finden. Er hat hier in der Nähe gewohnt, als sie geschlossen war. Und, was? I can find him here. Okay, ich sollte schauen, ob ich ihn hier in der Universität finde. Okay, wo müssen wir jetzt hin? Der Professor. Mission 7, Professor Steven. John found a room full of written codes, but he can't read them. Yes. The belief that finding Professor Steven is the best way to solve this problem. Okay, auf dem Campus muss er irgendwo sein. Irgendwo auf dem Campus. Aber den habe ich doch schon zweimal umlaufen. Irgendwo muss ja auch mal gut sein. Da hinten war dieser Key. Vielleicht ist jetzt der Key für irgendwas nötig. Okay, dann gehen wir erstmal wieder runter. Oh, Moment, nein, warte. Vielleicht finden wir hier noch Gold. Das sieht... Oh, ich brauche ein Gehirn, tut mir leid. Ja, da oben ist ein Gehirn. Wie er so guckt, so, oh nein, ich glaube, da oben ist ein Gehirn, schau mal. Aber er kann mich nicht ablenken, auch wenn er denkt. Gestern hat er seinen Kumpels auch erzählt, ich habe die beste Verteidigungsstrategie, wenn ein Zombie euch angreift. Er liegt hier und regelt sich. Picklock. Ah, easy. Öffne. Ist doch geöffnet. Hä? Picklock? Ich picklock lock nochmal, wenn du willst. Oh nein, die Kiste ist kaputt. Hab ich sie jetzt genommen, oder? Oder habe ich sie... war die Kiste kaputt? Habe ich sie erst gelootet und dann... Kann es sein, dass ich gerade erst die Kiste gelootet habe und sie dann gepicklockt habe? Einfach aus Anstand und ich mir gedacht habe, hey, es wäre jetzt total unfair. Na komm. Junge, er hängt aber auch hier an seinen Wänden. Das ist, muss man ihm ja mal lassen. Wie komme ich jetzt hier am schnellsten wieder raus? Hier durch wieder, hä? Ach so, okay. Ich bin John der Zombie und ich habe immer Hunger. Irgendwo hier auf dem Campus läuft er rum. Ey, da ist ein Angler. Du kannst angeln. Stehen bleiben. Stehen bleiben. Führe mich zum Professor. Alter. Hey. Oh, das ist so unfair. Da hinten, ich wusste es, Alter. Ich hab's irgendwie geahnt. Okay. Du bist doch schon ein Zombie, oder? Du bist doch auch schon ein Zombie. Was ist mit dir? Alter, er ist Uncle Sam. Professor Steven. Es ist gut, sie gefunden zu haben. Ich brauche ihre Hilfe. John. Du siehst irgendwie anders aus, als wie ich dich in Erinnerung habe und du stinkst. Aber das war vorher auch schon so. Okay, zuerst muss ich sagen, sie riechen selber nicht sehr gut, Herr Professor. Aber das ist nicht das, was jetzt gerade wichtig ist. Und zwar, sie müssen ein Rezept transkriptieren, hier übersetzen. Transkripten, entkrypten. This is a secret tribe. Ah ja, ich und meine Eltern haben das verschlüsselt. Okay, dann, dann muss ich ihr Gehirn essen, das ist der einzige Weg. Ja, diese Sachen zu dekodieren, es geht gar nicht anders. Dann fang mich, wenn du kannst. Ich habe ein paar Tricks und, try to find me. Oh, Smoke Bomb. Shit, Alter, er ist ein Smoke Bomber gegen... Okay, Professor findet das echt nicht gut. Ja. Und jetzt müssen wir ihn wieder auf dem Campus finden. Okay, es tut mir leid, ich muss Shalopi ersetzen. Da habe ich ihn doch schon gesehen. Da habe ich ihn doch schon gesehen. Also ich mache einen auf, ich bin eine Magier, ey. Aber ich habe Shalopis Schwester. Schlitzlopi. Alles klar, Schlitzlopi wartet hier auf mich.
Schlilopi. Oder Liplopi wäre auch nicht schlecht. Jetzt muss ich ja irgendwie weiter in dieses Gebäude vordringen. Der war da ja irgendwo. In der unteren Etage. Und zwar hier. Nee. Und zwar hier. Immer noch nicht. Er war doch schon in der unteren Etage, oder? Dann muss er hier sein. Da ist er. Oh, und er ist wieder verschwunden. Sein Penner. Und lacht auch noch. Lacht auch noch ganz schmutzig. Dieser Schmu. Und er so, ich denke, hä? Der ist jetzt nicht nach oben, ne? Der ist jetzt... Alter, er ist nach oben. Er ist nach oben. Ey, das habe ich mir gedacht. Die Schweine. Ich durchschaue sie. Ey, was könnten die alles eigentlich? Hä, wo ist er denn? Er muss hier sein. Er muss hier sein. Ey, dann kann er nur noch auf dem Dach sein. Geht's dir gut? Ist alles in Ordnung? Kann ich dir irgendwie helfen? Naja, ey, einen von euch müsste ich da draußen fressen, wenn ihr eh zu zweit seid. Oh, den Angler hätte ich gern. Ich hätte gern den Angler. Augenblick, Angler. Dankeschön. Hätte jetzt auch so 5 Runden mitlaufen können. So, soll sich auch lohnen. Ich bin Bio-Zombie, ja? Ich esse nur Gehirne, die wirklich notwendig sind. Ja. So ein veganer Zombie quasi. Ich esse nur Dinge, die eh geschlachtet hätten werden müssen. Aufgrund ihres Faulstadiums. Okay. Jetzt ist er, da oben ist er doch. Ich hol mir das Rezept und dann fress ich dein Gehirn. Aber nee, umgekehrt muss es sein. Oh, ey. Dass er es witzig findet, ne? Verstehe ich nicht. Wer sich hier wieder irgendwo verkrochen? Ey, du da, kannst du zufällig irgendwas, was ich noch nicht kann? Angeln! Zack! Angelkelle! Yeah! So lernt man das Angeln, Freunde. Genau so habe ich meinen Angelschein damals gemacht. Vor viel... Eight Points. Ey, es wird immer schwieriger, ne? Ist ja schon wieder hier irgendwo im Haus. Diesmal gehe ich von da rein. Aber er ist im Haus, oder nicht obendrauf? Da ist er. Oh yeah. Jetzt werde ich sein Gehirn speisen. Professor Steven! Was? Meine Bombe hat nicht funktioniert? ja, okay, also. Das ist für das letzte Mal, wo du mir nur eine 2 gegeben hast. So. Ach, guck mal, das ist ein bisschen pervers. Das sieht ein bisschen versaut aus, aber egal. Jetzt kann ich alles dekodieren. Yeah. So, jetzt kann ich alle Writings dekodieren. Mission 9. Knowledge is power. John had to eat the professor's brain and now he can translate the codes. He need to go back to the codes room. Okay, wo war der codes room nochmal? Irgendwo... Ah, warte mal, nee, ich kann... Wo geht's nach oben? Liplopi. Schlilopi. Schlitzlopi. So. Es klingt mir noch nicht so... Es klingt noch nicht so vertraut, deswegen... wo war der Code Room? Da hinten irgendwo? Wo war der Code Room? War der überhaupt hier im Gebäude? Oder gibt's noch einen... Doch, da ist er. Ich bin im Code Room. Oh, was? Moment, das da ist ein A. Ein Dreieck. Ist das normale Dreieck? Warte mal, gibt es auch noch ein anderes Dreieck mit einem dicken Strich unten? Nicht, dass ich hier was falsch mache.
Wo ist denn das Symbol? Sieht das jemand? Oh Gott, jetzt muss ich hier Dinge dechiffrieren. Es müsste eine 2 sein, oder? AR2. W. Warum W? Ah, nee, guck mal, Alter, das ist ja... Moment. Ist das hier ein C? Ich glaube, das hier ist eher ein C, oder? Was würdet ihr sagen? Guck mal, im Hintergrund läuft das Spiel einfach weiter, glaube ich. Weil das ist so nach unten weg der dicke Schattenpfeil. Das ist nicht einfach der normale Pfeil. Das ist der nach unten weg, das ist ein C. Ich glaube, das ist ein C. So, C, dann R. Es gibt nur Dreieck normal, oder? Gibt es hier noch ein anderes Dreieck, was ich nicht gesehen habe? Nee. Okay, das müsste so stimmen. Dann haben wir hier oben, das könnte ein E sein. Und zwei normale Pfeile nach rechts, zweimal G. Ach, das geht dann bei G automatisch weiter, oder was? Eck. Eck? So, ich dachte, vielleicht ist irgendwas abgeschissen oder so. Keine Ahnung, ich habe jetzt mal eben hier ganz kurz. Jetzt ist dieser Raum wieder abgeschlossen. Ich habe jetzt mal neu geladen und bin mal wieder eben kurz hierhin geritten mit Jalopy and Friends. So, jetzt steht da auch richtig Decode. Weil das stand da vorhin nicht. Vielleicht hat es sich irgendwie aufgehängt oder so. Jetzt versuchen wir es einfach nochmal. C. Dann, Dreieck nach oben. Da gibt's nur eins, oder? Weil ich guck gerade, weil hier hat das so einen dickeren Streifen hier unten. Und keine Ahnung, ob das so was ausgemalt sein. Aber dann wäre es ein P. Und das wäre vielleicht auch nicht unbedingt... keine Ahnung. Wir schauen mal, ob es ein R ist. R, so. Das da müsste eigentlich die 2 sein. Und das hier müsste ein W sein. So, und das müsste ein E sein. Keine Ahnung, warum das so merkwürdig ist, aber es ist so. Falsch. Okay, keine Ahnung. Ich weiß es echt nicht. Ob hier irgendwas falsch angeordnet ist? Keine Ahnung. Es sind ja offensichtlich, ne? Wir sehen ja hier, sind ja offensichtlich diese Symbole. Ich habe keine Ahnung, Leute. Ich versuche bis zur nächsten Folge irgendwas zu regeln oder vielleicht gebt ihr mir einen Tipp oder so. Hier ist nichts anderes, oder? Ne. Ist genau dasselbe. Okay, tja, keine Ahnung, vielleicht gebt ihr mir einen Tipp oder so, ich weiß nicht, ob ich irgendwas falsch mache, ob ich, ne, vielleicht übersehe ich wieder das Offensichtliche. Ansonsten sehen wir uns einfach in der nächsten Episode bei, John the Zombie. Vielen Dank fürs Zusehen, es war meine große Ehre, mit und für euch gespielt zu haben. Ja, und viel Spaß weiterhin bei allem, was ihr heute so macht. Ciao!